Lassen von den Göttern des Olymp. Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Doch es war nicht immer so gewesen. Einst war Kratos ein Günstling der Götter. Teufelswesen, ich schicke euch zurück in die Tiefen des Hades! Jo, das sage ich zum Finanzamt auch immer. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei mir auf YouTube. Wir gehen rein in die griechische Mythologie. Jawohl, herzlich willkommen zu Let's Play God of War. Wir fangen natürlich nicht mit dem neuesten God of War an oder mit dem letzten God of War. Da kommt ja auch bald eins tatsächlich Neues raus. Neues God of War im November, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen natürlich rein in das allererste God of War. Wir gehen nicht in die Originalfassung der PS2-Version, sondern wir gehen rein in die HD-Remastered-Version, die auf der PS3 erschienen ist. Jawohl, genau das machen wir. Wir spielen aber nicht auf der PS3, sondern wir spielen, oh Wunder, auf der PS5. Und zwar gestreamt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich wollte wissen, ob das klappt. Und, also ich muss sagen, vom Input her, wir haben keinen Input-Lag, wir haben gar nichts. Das läuft super. Also bis hierhin muss ich sagen, echt top. Ich hatte ja damals PlayStation Now gehabt, war da sehr großer Kritiker, weil das einfach richtig kacke lief nur. Oh, warte. Oh. Noch mehr von den Dämonen! War sehr großer Kritiker der PlayStation Now-Geschichte. Tatsächlich hier Streaming. Das läuft wunderbar. Ich bin sehr begeistert bis hierhin. Muss dazu sagen, ich habe God of War und jetzt bitte, also bitte kein Hate in den YouTube-Kommentaren, ja. Es wäre ganz fantastisch, wenn überhaupt noch jemand zuguckt. Ich habe God of War noch nie gespielt. Ja. Weder auf der PS2 damals, noch das PS3 Remaster. Ich habe God of War noch nie in meinem Leben gespielt. Das ist jetzt mein erstes Mal, aber ich habe Bock, auf jeden Fall. Vor allem auch auf das neue God of War und auch auf das letzte God of War. Ich weiß, es hatte, glaube ich, gar keinen Untertitel gehabt, meine ich. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und deswegen erleben wir das jetzt gemeinsam. Und ihr wisst, ich bin ja auch ein Fan immer mal von älteren Spielen tatsächlich. Und, naja, wir gehen rein. Let's go. Oh, warte mal. Zum Truhe öffnen, R2 drücken und halten. Aha. Truhen. Okay, sehr weirde Perspektive irgendwie. R2 drücken und halten. Was ist hier drinne? Oh, geil. Gesundheit war da, glaube ich, drinne. Können wir hier auch Kisten kaputt machen? Ja, Siggi, da kriegen wir solche roten Punkte. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwelche roten Orbs. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können. Ob das irgendeine Magie oder sowas ist. Magiewürze wahrscheinlich. Ich habe keinen Faden. Okay, wir müssen noch hier bestimmt. Ah ja, natürlich. Und wieder welche von diesen Orbs. Ich nehme die einfach mal mit. Wollen wir irgendwas machen? Nein. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Vorsicht, Vorsicht. Guten Tag. L1 gedrückt halten zum Abwehren. Okay. Naja, können wir hier unsere glühende Faust können wir hier machen. Cool. Ja, wie gesagt, seid nicht allzu hart mit mir. Ich habe God of War noch nie gespielt. Schande über mein Haupt, ich weiß, aber... Oh, oh mein Gott! Was ist denn jetzt los? Okay, okay, okay. Du bist aber nicht so nett, wa? Ah, okay. Wow, wow, wow. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ein bisschen kontern. Halt die Fresse. Au, scheiße. Das ist ja schon wild, dass der uns irgendwie... Nein, 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 nein! Ach, kacke. Okay, was ich spannend finde... Direkt... Im Tutorial mehr oder weniger... Wow, Alter. Direkt mehr oder weniger... Shit. Im Tutorial schon direkt so ein Fight einfach.
Okay, ich muss mehr aufpassen, dass der mich nicht trifft. Ah, fuck. Das ist der Doppelangriff. Okay, gleich macht er wieder einen Doppelten. Ja, mach mal. Das war der Doppelte. Wunderbar. Okay, kriegen wir hin. Vorsicht. Boah, Alter. Oh. Was mit Kreis-Minispiel starten, wenn es über dem Kopf eines Feindes erscheint? Okay. Minispiel. Wow. Okay, Quicktime-Event. Alles klar. Krieg hin. Hui. Boah, geil. Und nochmal. Bam, mit dem Kopf gegen die Wand, Junge. Was hier? Boah, ins Auge. Huch. Okay. Oh, da hinten haut er ab. Okay, soll ich jetzt hier... Ach, wir können uns auch rollen. Ah, okay. Okay. Hier kann man sich so hin und her rollen. Auch interessant. Gut zu wissen, wird man später auf jeden Fall brauchen. Ah, okay. Aber schon eine nice Inszenierung, ne? Also ich weiß nicht, wann das Original jetzt rauskommt. Das Remaster hier... Wie komme ich denn da hoch? Das Remaster ist von 2000... Oh, es ist ein Jump'n'Run. Das Remaster hier ist von 2010. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh. Mit schnell zum Vorsprung. Okay. Das Original... Wow. Das Original ist... Was ist das? 2004? 2003? Oh Gott, hier muss man balancieren. Das ist ja genau mein Ding. Das habe ich bei L.A. Noire schon immer so gut hinbekommen. Ja, wie gesagt, das Original, ich weiß gar nicht, von wann es ist. Ich werde mich dann noch informieren und dann in der nächsten Folge auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich glaube, 2003, 2004 müsste das sein. Oh Gott, da sind ja noch mehr von den Viechern. Oh boje. Muss ich irgendwas kaputt machen? Nö. Rüberspringen einfach, oder was? Hä? Ach. Ja, okay. Geh weg, bleib mir vom Leib. Kannst du mal bisher aufhören? Ich bin genauso, ne, wie du. Ich kenne dich und deine Taten, Spartaner. Ich sterbe lieber, als von dir gerettet zu werden. Hä? Entspann dich mal. Erinnert mich übrigens sehr an Gothic, die Stimme. Geil. Okay, der mag uns, glaube ich, nicht. Dann gehen wir halt alleine weiter. Du wirst mit uns große Überlebenschancen haben. Aber okay, hey, wenn du nicht möchtest, alles klar, dann leck mich halt. So, rote Orbs. Ich weiß, ist das Level-Up-mäßig? Rechten Stick verwenden, um auszuweichen. Naja. Okay, hier erstmal wieder zerstören. Bam. Und jetzt müssen wir gleich ausweichen. Okay. Ja, ich helfe euch jetzt nicht, ne? Hab da ein Pech gehabt. Dann sterbt doch halt. Okay, ich weiß jetzt noch nicht genau, was wir hier ausweichen sollen, aber... Oh. Ich weiß nicht, was ich da gerade töte, aber... Wir sind noch nicht gescheitert. Ich gehe davon aus, es ist okay. Huch. Okay, wir kriegen Leben wieder, wenn wir Menschen töten. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ich glaube, das ist okay. Oh, wir haben eine Eins jetzt da oben neben den roten Orb. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Hä, wo kommen immer mehr Menschen her? Gib mir meine na egal. Oh. Ja, der hat, will ja nicht von uns gerettet werden. Kann ich jetzt auch nichts für. Warte mal, R2, gedrückt halt. Nee, drücken. Oh, ein Schatz. Hui, guck mal. Geil. So, was haben wir hier? Drücken. Noch ein Schatz. Ah, so gefällt mir das. Sehr geil. Flop. Wunderbar. So, und ich denke mal, wir müssen hier runter, ne? Nee. Okay. Muss ich vielleicht? Muss ich die da? Oh! Okay. Das ist nicht so gut jetzt. Das ist jetzt nicht so gut! Boah. Boah, nice. Deswegen ausweichen, ich verstehe. Jo, das hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Aber wir machen mal wieder das Minigame und dann können wir ihm schön auf die Fresse hauen.
So, zack. Guck mal, das macht ihm sogar ordentlich Schaden. Bam, Bruder. Hier wieder Kreis? Nee. Okay. Okay, ich sollte ausweichen vielleicht. Mamma mia. Wir sind aber auch ein aggressiver, hm? Boah, Alter. Na, komm schon. Oh, er nimmt uns wieder. Okay, aber das ist ganz gut, weil wir können halt das Minigame ganz gut machen. Man wird nicht bestraft, wenn man das immer wieder macht. Also wenn der einen immer wieder packt. Vielleicht sollte das auch so sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir ihm gut einen auf die Fresse geben damit. Und dann können wir ihm hier noch ordentlich einheizen. Wunderbar. Fantastisch. Hier, bösartig. Zack, zack, zack. Treffer, Treffer, Treffer. Was willst du überhaupt von mir? So, und jetzt ciao, Kakao, Bruder. Geil. Okay, wunderbar. Das ging erstaunlich gut. Müssen wir jetzt in dem sein Loch hier? Warte mal. Wo müssen wir hier raus? Nein. Oder doch? Doch, hier geht's lang. Okay. Dann einmal hier nach oben geklettert. Oh. Was drücke, um Feinde in die Luft zu schleudern? Drücke und halte. Okay, warte. Machen wir nochmal. Au. Okay, man kann die irgendwie in der Luft greifen oder so. Muss gerne mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo ein Opfer vielleicht? Ah ja, hier, guck mal. Nein. Okay, das war auch nicht richtig. Gut. Das... okay. Oh Gott, hier wieder balancieren oder was? Oh, lol. Okay, wir kriegen es aber hin, wir kriegen es hin. Es klappt. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, das ist falsch. Oh Gott. Boah. Oh doch, das war richtig, da ist ein Schatz. Da sehe ich uns. Ich muss ja sagen, Kratos erinnert mich, hat mich schon immer an den Barbaren aus Diablo erinnert, ne? Einfach original. Kratos ist einfach original der Barbar aus Diablo. Nein! Oh Gott, halt dich fest. Okay. Schumm! Oh, die Perspektive ist aber auch assi, ne? Warum lässt man die nicht einfach hinten dran? Okay, wir haben es geschafft. Oh. Jetzt rufen sie um Hilfe, weißt du? Du bist es. Die Visionen waren real. Die Götter erschienen mir und sagten, es käme ein Held, der uns von der Hydra befreit. Aber du bist zu spät. Wir sitzen fest. Ja, und? Ist doch nicht mein Problem. Ihr werdet euch doch nicht von dem Spartaner helfen lassen. Alle Schiffe sind zerstört. Alle Hoffnungen verloren, Spartaner. Selbst für... ja. Warte mal, ganz kurz. Jo, ach, was ist das hier? Oh, guck mal. Magie gesperrt. Chaosklinge Stufe 1 haben wir hier. Nächste Verbesserung. Götterzorn. Größerer Schaden. Neue Angriffe. Sie brauchen 1500 Orbs für Objekt-Power-Up. Ah, oh, wir können hier Sachen hochleveln. Wie cool ist das? Da könnten wir das jetzt hochleveln. Die Chaosklinge. Ah, wir können das für 500 upgraden, oder was? Nee. Ach, wir haben jetzt 500 investiert. Wir brauchen jetzt nochmal 900 von diesen Orbs, um das dann hochzugraden auf Stufe 2. Okay, und da gibt's noch so viel mehr. Guck mal. Das ist ja nice. Was ist das? Bewegen? Klingendes Chaos. Oh Gott, das sind diese ganzen... Oh Gottes Willen. Okay, die werde ich mir nie merken können. Ich würde aber gerne allgemein mal in die Optionen... Gibt's das? Objekte? Power-Up. Was sind Objekte? Mit 6 Gorgonenaugen erhöhen sie ihre Gesundheitsanzeige. Okay, das ist so rollenspielmäßig. Das ist ja cool. Habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, das wäre einfach so ein Hack and Slash und drauf und gib ihm, weißt du?
Aber dass das so ein bisschen RPG-mäßig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, cool. Aber wie komme ich in die Optionen? Nein. Treten Sie das Leuchten und speichern Sie mit R2 das Spiel. Ah, okay. Weil ich wollte eigentlich die Untertitel anmachen, aber ich glaube, hier gibt es keine Option. Bitte schalten Sie das System nicht aus. Natürlich nicht. Eine Festplattenkontrollleuchte, habe ich sowas? Okay. So, Speicherdatei wählen. Zack, wird einfach gespeichert. Wunderbar. Ich würde aber trotzdem gerne... Wo kann ich denn die Optionen aufrufen? Naja, hier ist eine Kiste. Ist mir egal. Ich guck mal, ob ich irgendwann dann, wenn ich vielleicht im Hauptmenü war oder so, dann die Untertitel einschalten kann. Weil hier geht's, glaube ich, gerade nicht. Mal ein bisschen umgucken, ob es hier irgendwas gibt. Nicht, dass mir über... Collectibles. Hier gibt's doch bestimmt Collectibles in dem Spiel, oder? Naja, gehen wir mal hier runter. Moin. Kann ich euch töten? Das ist ja spannend. Zum Kiste festhalten und zum Laden. Ah, okay. Ah, okay, damit ich... Ah, zum Schutz. Oder so, oder? Oder was? Oder für was ist die jetzt? Ach, ich weiß, wofür ich die brauche. Okay. Au, 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 au. Boah, seid ihr hässlich. Mit R2-Kiste festhalten und zum Laden. Zum Laden? Verstehe ich nicht. Okay, die dürfen nicht auf die Kiste schießen, glaube ich. Kriegen wir das irgendwie hin? Nein, hört auf, die Kiste zu schießen, ihr Pisser. Boah, seid ihr hässlich. Hier gibt es irgendeine Möglichkeit, da durchzukommen. Zum Treten. Mit der 2-Kiste festhalten und zum Laden X. Verstehe ich nicht. Warum denn zum Laden? Ah, okay, ich verstehe. Okay, spannend, spannend, spannend. Nein, jetzt! Hä, lad das doch auf jetzt! Sehr gut. Hier, komm, schießt auf mich. Jo, schießt auf mich. Sehr gut. So, jetzt treffen sie die eigentlich nicht mehr, oder? Doppelsprung, doppelt A, alles klar, wie bei Starbound früher. Oha, guten Tag, ihr Besser. Na? Wie geht's euch? Okay, warte mal, wie war das mit in die Luft schleudern? Oh, warte, das sind Orbs, die nehme ich natürlich mit. Ah, und dann können wir die runterziehen mit unserer Peitsche oder was das hier ist. Alles klar. Kiste. Ich nehme dich. Geil. Okay, wunderbar. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei so einem Let's Play wie hier jetzt, ob ihr da eine Facecam wollt. Ich hab's jetzt einfach mal ausgelassen, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock auf eine Facecam habt, sagt gerne Bescheid, können wir gerne erinnern, mache ich gerne rein. Wenn ihr sagt, ihr wollt meine Fratze sehen, auch wenn das halt hier eher schön ist. Was ist denn da drin los? Ja, ich pack die Hose ja schon wieder zu. Was ist das? Die Tür zum Kapitänsquartier, sie ist verschlossen. So wie es klingt, verstecken sich hier die Frauen vor dem Massaker. Okay, dann lassen wir sie vielleicht auch besser da drinnen. Wer weiß, was hier noch so passiert. Oh, hier müssen wir hoch. Kiste vielleicht? Kiste, 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 Kiste? Nein. Okay, gut. Jo, gib mir mal deinen Luft, ne? Linker Stick für einen schnell... Oh. Könnt ihr das mal lassen, bitte? Na, oh, der Scheiße jetzt. Ha. Weg mit dir, du Lump. So. Okay, wir kommen. Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, warum haut der nicht immer zu? Ich
Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich kann auch einfach hochgehen. Oh, guck mal, weil ich nämlich viel schlauer und cooler bin als ihr. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So, komm hoch. Oh, da leckt es jetzt gerade ein bisschen. Okay, das erste Mal jetzt, seitdem wir streamen. Aber wie gesagt, ich sag das gerne nochmal. Es ist ein Stream gerade, was wir hier machen. Das wird live, also live, was heißt live? Das ist kein Stream-Let's Play oder so, ne? Sondern das ist in diesem neuen PlayStation Plus Premium-Abo, kann man PS3-Spiele spielen, die halt gestreamt werden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert bis hierhin. Sag mal, kommt die jetzt unendlich oder was? Ja, nee, komm, weißt du, ganz ehrlich. Zum Greifen, warte mal. Ist ja wohl nicht zu greifen. Oh. Cool. Okay, ich jump wieder einfach nach oben, ne? Moin. Heftig, ist ja so schnell. Okay, let's go. Einfach mit der Hand am Seil. Gar kein Problem. Hey, das ist Kratos, Mann. Der kriegt das hin. So, Kiste. Natürlich das Wichtigste. Sie haben eine Gorgonenauge erhalten. 5 oder mehr sammeln, um ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Spannend. Okay. Wir brauchen mehr von diesen Gorgonenaugen. Okay, wilde Mucke. So. Oh, was ist das denn? Hä, cool. Ein Blitzsymbol. Bekommen wir etwa eine neue Kraft? Das hört sich an wie ein Schrein oder so. Poseidon, mein Herr. Kratos. Bevor du Athen erreichst, musst du eine Aufgabe erfüllen. Das Untier, diese Hydra, wütet schon zu lange in meinen Meeren. Groß sind deine Fähigkeiten, doch du wirst Hilfe brauchen. Du brauchst die Macht der Götter. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Okay. Wir haben eine neue Waffe oder so bekommen. Sie haben erhalten Poseidons Zorn. Okay. Geh nun, Kratos. Die Götter sind mit dir. Geh im Namen des Olymps. Okay, wählen Sie Poseidons Zorn mit der Rechtstaste, mit L2 den Angriff aktivieren. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Geil. Okay. Ah, dadurch tun wir die Feinde kurzzeitig. Ah, okay, cool. Das ist eher so ein Flächenschaden, das ist eigentlich ganz nice. Und ich muss bei diesen ganzen Göttern, bei diesen griechischen, natürlich immer an Assassin's Creed Odyssey denken. Tolles Spiel. So, den geben wir auch. Okay, wir haben jetzt sowas wie Mana da oben. Das immer, sobald wir diesen Angriff ausführen, geht das Mana da oben weg. Okay. Oh, Kisten. Oh, jetzt haben wir... Oh, okay, jetzt gibt es auch die blauen Kisten. Das sind also quasi die Mana-Kisten oder so, ne? Ja, 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 okay. Alles klar, machen wir auf und füllen unser Mana wieder auf. Ich nenne es jetzt einfach mal Mana. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder von God of War. Morgen Abend, 20 Uhr geht's weiter mit einem weiteren Ründchen God of War. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.